Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Ich hoffe, ich kann heute noch gut aufnehmen, noch die Folge hier. Ich fühle mich nämlich gerade ein bisschen heiser. Ich weiß nicht, ob man es hört oder nicht hört. Aber ich wollte die Folge trotzdem noch machen. Egal, wie mein Hals gerade für Probleme macht. Mein früherer Sergeant hat erzählt, dass Cerberus am Anfang ein Sonderkommando der Allianz war. Sonderkommandos sind nie ganz astrein. Wenn man sein Handeln leugnen muss, war die ganze Aktion von vornherein nichts wert. Okay. In der Folge werden wir wieder... Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. ...mit den ganzen Leuten hier auf der Normandy reden. Das wird mal wieder eine Nachbesprechungsfolge. Das Tigel-Projekt hat von der Asari-Regierung neue Tech erhalten. Ich bin froh, dass Sie beschlossen haben, die Kriegsbemühungen zu unterstützen. Jeder muss jetzt kämpfen, ganz egal wie hübsch er ist. Ich habe das auch gelernt, auf die harte Tour. Okay. Commander? So, was haben wir denn für eine neue Nachricht? Asari-Trupp bereit von Corin Lemaire's. Commander Shepard, vor einer Stunde hat das Asari-Oberkommando Ihnen meinen Trupp unterstellt. Wir werden bis zum Einsatz bei der zweiten Flotte mitfliegen. Eine persönliche Anmerkung. Ich kannte einige der Elite-Soldatinnen, die in dem Kloster ihr Leben verloren haben. Nichts kann sie zurückbringen. Aber dass der ganze Laden in die Luft geflogen ist, war die einzig gute Nachricht der letzten Wochen. Bereit zum Dienst, Captain Corin Lemaire's. Unterwegs zur Front von Samara? Shepard, ich habe meine Angelegenheit auf Lessos erledigt. Ich würde Ihnen gern anbieten, wieder mit Ihnen auf der Normandy zu reisen, aber der Kodex schreibt vor, dort am Kampf teilzunehmen, wo die Lage am schlimmsten ist. Während Sie Ihre entscheidende Arbeit leisten, werde ich mein Bestes an der Front geben. Vor meiner Abreise kehre ich zwecks Vorbereitung noch einmal kurz auf die Citadel zurück. Falls es nicht mit Ihren Pflichten kollidiert, finden Sie mich dort. Samara. Ja, das werden wir auch machen. Von Jacob Tyler. Hey Shepard, dieses Tegel-Projekt ist der Wahnsinn. Bryn und die anderen arbeiten rund um die Uhr daran. Ich muss in Kürze zur Citadel, um Ausrüstung im Krankenhaus abzuholen. Wir können uns treffen, wenn Sie Zeit haben. Auf Galax war alles so chaotisch. Ich würde gern einmal in Ruhe mit Ihnen reden. Hoffentlich sehen wir uns, Jacob. Aber auf jeden Fall. Dann haben wir ein Tegel-Update von Bryn Cole. Sehr geehrter Commander Shepard. Nochmals danke dafür, dass Sie unsere Gruppe aus der Anlage auf Gelix herausgeholt haben. Admiral Hackett ist ein großartiger Mann und es ist ein Privileg, für ihn zu arbeiten. Der Bau des Tegels bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, aber mein Team und ich sind entschlossen, seine Geheimnisse zu lüften. Ich verlasse mich zwar nie auf das Glück, aber in diesem Fall wäre eine gehörige Portion davon gar nicht schlecht. Alles Gute, Commander. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Mit freundlichem Gruß, Dr. Bryn Cole. Alles klar, dann mal auf zu Joker und Eddie. Sie sagen gar nichts? Gut, dass Sie Samara das ausreden konnten. Hätte nie gedacht, dass sie ihre Pflicht mal nicht erfüllt. Ich weiß nicht. Einerseits war dieser Kodex alles, wofür sie gelebt hat, und das seit Jahrhunderten. Aber dann geht die Galaxie den Bach runter und die alten Regeln werden bedeutungslos. Ich meine, wir nehmen schon immer den kürzesten Weg, richtig? Meistens. Wenn wir die Galaxie gerettet haben, kann uns die Allianz immer noch vor ein Kriegsgericht stellen. Ja, das könnten sie machen. Werden es aber wahrscheinlich nicht. Commander? So. Was ist mit dir, Edi? Was machen Sie da, Edi? Ich überwache Berichte über Protonenstürme und andere Weltraumwetterphänomene. Da die Reaper die Kombarkensysteme angreifen, könnten kritische Warnungen untergehen. Wie schlimm sind diese Stürme? Wenn wir gewarnt sind, halb so wild. Aber wenn wir nicht gewarnt sind, sehr schlimm. Danke für die Information, Edi. Ja, danke schön. Hallo, Shepard. Hallo, Shepard. Okay, das war's. Haben wir sonst noch was auf diesem Deck? Nein, das war's. Dann gehen wir ins nächste Deck runter. Und die Galaxis, also da, wo wir sind, müssen wir auch noch fertig scannen. Wobei ich da noch nicht sicher bin, wie wir das am besten handhaben. Schauen wir einfach mal, wenn es soweit ist. Jetzt gehen wir mal aufs Crewdeck. Liara, Dr. Chakwas, Garrus und Jevik. Okay.
Okay. Was machen die denn hier? Alle bekämpften die Rachni und versuchten, sie durch das Portal zurückzudrängen. Am Ende ließ man die Kroganer von der Leine und die haben sie dann aufgehalten. Verstehe. Aber als die Kroganer dann rebellierten, mussten wir die Genophage einsetzen, um ihnen Einhalt zu gebieten. Das war nicht die einzige Rebellion. 1000 Jahre später haben die Geth gegen die Quarianer revoltiert. Das war ein völlig anderer Krieg. Dann kamen die Menschen. Mit denen hatte mein Volk eine Zeit lang Ärger. Und jetzt, als Krönung sozusagen, haben wir die Reaper. Was ist mit ihnen? Die Oravoren bekämpften die Densorin. Die Endoromi besiegten die Vandomar und die Jatil lehnten sich gegen die Jar auf. Also gelingt es wohl nie jemandem, solche Sachen dauerhaft zu vermeiden. Die Synril behaupteten, sie hätten den Weg zu ewigem Frieden gefunden. Was ist geschehen? Die Dithakur wollten Krieg und löschten sie aus. Hoffentlich hatten sie wenigstens Alkohol. Okay. Ein Teil der Crew scheint von den Monstrositäten schockiert zu sein, denen wir begegnet sind. Sie wissen nicht, was die Reaper nach 100 Jahren hervorbringen. In unserem Krieg gab es in jeder Schlacht einen neuen Albtraum. Ja, hier ist es ja fast so ähnlich. Dieser Mensch hat sehr naive Ansichten über den Krieg. Ihre Spezies muss noch viel lernen. Commander. Gut, Garrus, hast du noch was? Soldaten wie Samara brauchen wir in diesem Krieg. Nichts und niemand hält sie auf. Das ist wohl wahr. Ich hoffe nur, dass ich ihr nicht eines Tages im Weg stehe. Die Frau meint's ernst. Definitiv. Jetzt auch noch mutierte Asari. Die Reaper sind eine riesige Albtraumfabrik, der immer wieder was Neues einfällt. Ja, so kann man es natürlich auch sagen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was die Reaper mit den Drell, den Hanar oder den Borcha anstellen. Es kann auch um einiges schlimmer werden, bevor es besser wird. Das ist wahr. Was würden sie mit Hanar anfangen? Später vielleicht. Schon eine brillante Taktik, wenn man mal darüber nachdenkt. Was? Aber sie ist böse. Wann hat das im Krieg je eine Rolle gespielt? Naja, aber andere Lebensformen zu Reapern machen? Das kann ich einfach nicht akzeptieren. Ich finde es einleuchtend. Es stellt sicher, dass einem nie das Kanonenfutter ausgeht. Es eliminiert jeden Widerstand vor Ort. Und für jeden neuen Soldaten verliert der Feind zwei. Den Umgewandelten und seinen Freund auf der anderen Seite, der nicht auf seinen Kameraden schießen kann. Das klingt, als würden sie sie bewundern. Genau wie ich einen Virus oder einen Dreschlund bewundere. Beide haben sich perfekt an ihre Lage angepasst. Aber die Reaper wollen uns vernichten. Und ich habe nicht vor, das zuzulassen. Aber wenn sie die Fähigkeiten des Feindes nicht respektieren, wartet eine böse Überraschung nach der anderen auf sie. Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. So, dann kurz mal bei Liara vorbei. Dr. Tessoni hat in den von Ihnen beschafften Daten nützliche Informationen entdeckt, Commander. Alles klar. Was gibt's denn? Elektronische Signatur von Galae? Was gibt's denn hier drin? Ladenrabattbonus plus 5%? Oder eine Kraftschaden plus 5%? Ich weiß nicht. Ladenrabatt brauchen wir ehrlich eher nicht. Da würde ich lieber den Kraftschaden nehmen. So. Arme Rila. Aber ich bin froh, dass sie diese Bombe gezündet hat, Shepard. Stört es sie nicht, dass das Kloster zerstört wurde? Nein, nicht nach dem, was ich dort gesehen habe. Mir ist egal, ob sie Adad Yakshi waren. Aber in solche Kreaturen verwandelt zu werden, das verdient niemand. Das ist wahr. Und das Kloster kann auch wieder aufgebaut werden. Schön, sie wiederzusehen, Shepard. Korrespondenz eines geheimen Allianzprojektes. Dr. Locke, ich habe an dem Problem gearbeitet, das Sie mir gestern Abend geschickt haben, und ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden, wie man die Energieschübe des Ziegels synchronisieren könnte. Geben Sie den angehängten Neuentwurf der Kondensatoren in Ihre Simulation ein. Die Aktivierungszeit des Masseneffektfeldes sollte damit 3,6 Millisekunden kürzer ausfallen. Und was das bedeutet, ist Ihnen ja sicherlich klar. Nach einer Freigabe durch Sie werde ich die Pläne zur Fabrikation schicken. Wir bräuchten bis morgen früh etwa 250.000 Stück zu Testzwecken. Dr. Cole. Alles klar.
Beim Doc gehen wir jetzt nicht vorbei. Die will sowieso nur, dass wir jetzt aus Citadel gehen, wegen diesen Dings. Dann gehen wir aufs Maschinendeck. Mal schauen, was hier ist. Karte. Ja, das Übliche, bis auf das, so rum. Dass, Jarvis fehlt. Oder Jarvis. Schreiben Sie eine Story über die Asari, die in Reaper-Kreaturen verwandelt wurden? Die Adat Yakshi? Nein. Ich glaube, das wäre perfekt für Sie. Die verborgene Seite der schönsten Spezies in der Galaxie? Wir haben viele Asari-Zuschauerinnen. Wenn ich die Story bringe, könnte ich sie verlieren. Das kommt mir ein bisschen geschönt vor. Schon mal gesehen, wie schnell eine E-Demokratie ihre Verbündeten im Stich lassen kann? Nein. Wenn ich meinen Job mache, werden sie das nicht. Okay. Commander. Alles klar, hier gibt's nichts Neues. Dann mal schnell mit den Technikern reden. Kenneth, haben Sie den neuen Pokertisch oben in der Lounge gesehen? Er wird überhaupt nicht benutzt. Naja, ich habe schon daran gedacht, Tissoni und Trainer dort zu einer kleinen Partie Strip-Poker einzuladen. Natürlich. Wollen Sie nicht auch diese Reporterin Alice dazu bitten? Nein, sie würde Kameras mitbringen und alles aufzeichnen. Und wenn Sie verlieren, soll die ganze Galaxie doch nicht wissen, wie wenig Sie zu bieten haben. Verdammt, Mädchen! Meine Bestückung erfüllt höchste Ansprüche. okay. Es gibt nichts zu berichten, Commander. Commander? Alle Antriebssysteme laufen optimal. So soll es auch sein. Dann noch schnell ganz runter in die Shuttlebucht. Ich habe den M35 Marco immer geliebt. Der hat Herz, wissen Sie. Ach, was? Der M44 Hammer ist ihm weit überlegen. Blödsinn, das Ding ist doch aus Seidenpapier. Der Marco kann wenigstens ein paar Treffer einstecken. Das muss er auch. Das Ding ist so manövrierbar wie ein besoffenes Nashorn. Überhaupt keine Wendigkeit. Eher wie ein Bulle, der tagelang voranstürmen kann. Aber auch nur wegen seiner dämlichen vertikalen Masseneffektfelder. Springen oder stecken bleiben. Kein Tempo, keine Bewegung zur Seite. Wer muss sich mit so einem Geschütz schon bewegen? Wenn Sie das wollen, können Sie doch gleich den alten M29 Grizzly nehmen. Ey, ich liebe diesen Panzer. Ha, dass Sie kuschelige Bären mögen, passt ganz vortrefflich zu Ihnen, Mr. Vega. Was ist daran so lustig? Okay. Wenn Sie das nächste Mal ein Kloster hochjagen, sagen Sie bitte Bescheid, dass Sie das Gelände verlassen haben, okay? Ich versuch's. Ich mache mir wirklich Sorgen um Sie. Ich versuch's. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie nach mir sehen. Schön, Sie zu sehen, Commander. So, jetzt noch kurz mit Mr. Vega reden. Hey. Okay, der hat nichts. Also auf zur Karte. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das handhaben. Weil ein System fehlt leider noch, wo wir noch scannen sollten. Das Problem ist... Hier gibt's ja nichts, richtig? Da haben wir ja schon geschaut gehabt. Ja, das Problem ist, wir haben nur noch so wenig Sprit. Wir können natürlich da runtergehen, versuchen zu tanken und dann dahin gehen. Ich versuche das sogar. Das könnte aber äußerst knapp werden. Signal bestätigt. Und ich hoffe mal, dass wir wenigstens auch Sprit finden, ansonsten wäre das definitiv knapp. So, was bekommen wir hier? Die Bibliothek von Asha. Sehr schön, wieder etwas, das wir abgeben können. Und, ach nee, 100% Aktivposten in jedem anderen System. In wirklich jedem anderen System war wenigstens in einem System, war wenigstens Sprit drin. Bis auf jetzt hier. Ich hoffe, das schaffen wir, das ist so eng. Wow, das war eng. Habt ihr das gesehen? Nur noch 66 Treibstoff. Oh Mann. Ich habe etwas gefunden. Aber in jedem
jedem System war doch tatsächlich Treibstoff drin. Bis auf hier. Okay, und dafür kriegen wir jetzt hier ziemlich viel. Wow. Moment. Ausweichen erfolgreich. Dafür gibt's hier ziemlich viel zum Scannen. Und nochmal Treibstoff, nochmal so viel. Na, klasse. So. Reaper umgang. Jetzt nochmal schnell hierher. Und diesen Planeten gescannt. Was finden wir denn hier? Intakte Reaper-Waffe. Hört sich interessant an. Ah, da drüben ist es. ULG-Sprung erfolgreich. Wenn das jetzt nochmal so viel Treibstoff ist, dann kotze ich. Es ist Treibstoff. Und nochmal so viel. Na, ist das doch klasse. Überall Treibstoff. Bis auf... naja. Gut. Ausweichen erfolgreich. So. Jetzt gehen wir nochmal runter zu Glyph. Das war hier, glaube ich, gell? Weil wir haben ja was gefunden, was wir so benutzen können. So, ein bisschen beeilen. Ausgezeichnet, Commander. Das Informationsnetzwerk-Terminal wurde aktualisiert. Alles klar. Was gibt's denn jetzt Neues? Intakte Reaper-Waffe. Öffnen. Waffenschadenbonus plus 5% oder Munitionskapazität. Machen wir die Munitionskapazität. Alles klar. So. Dann könnten wir als nächstes natürlich entweder ein DLC machen oder die Hauptmission fertig. Aber wir haben jetzt ziemlich viel auf der Citadel, wo wir abgeben können, beziehungsweise wo wir Leute treffen sollen und so weiter. Von daher geht es jetzt definitiv zur Citadel zurück. Das ist das allererste, was wir machen. Schlechte Wahl. Wir gehen eher hierher. Und Sprung. Und zwar hierher. Und dann landen wir doch gleich mal auf der Citadel. Da haben wir jetzt wirklich noch einiges, was wir machen können. So, andocken. Wir können zum Allianz-Dock gehen. Dr. Brissons Labor, das ist der DLC für Leviathan. Dock 42, das ist der Omega-DLC. Und persönliches Apartment, das ist der DLC-Landurlaub. Die werden wir aber alle drei jetzt nicht machen. Wir gehen ganz normal auf die Citadel. Die DLCs werden wir später noch machen. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Nein. Ja, nicht nötig. Die Navigation wird aufgrund der Anzahl von Flüchtlingsschiffen im Dockbereich zunehmend schwieriger. Ja, das ist ja auch klar irgendwie, oder? So, hier sind wir im Landedock. Schauen wir gleich mal. Da ist ein Soldat und da ist Garrus. Alles klar. Das passt doch ganz gut. Dann haben wir gleich das Erste, was wir machen können. Beziehungsweise, Moment... Citadel Botschaften haben wir hier Miranda, Samara und Jalchevik und Bailey. Ah ja, okay. Miranda? Was macht die im Spectre-Teil drin? Wie ist denn die da reingekommen? Hier auf dem Huerta-Krankenhaus haben wir Jacob und einen Doktor. Purgatory ist die Area Dam, mit der, ja, das ist normal. Edie und Joker ist auch wieder hier. Im Präsidiumsunterhaus haben wir einen Wissenschaftler und einen Liara. Und im Wartebereich ist Taktus.
und James. Alles klar. Damit wissen wir, was wir in der nächsten Folge zu tun haben. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.